Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Command Pattern anschauen. Und das Command Design Pattern ist eben ein sogenanntes Behavioral Pattern. Das sagt letztendlich nichts anderes aus als Behavioral. Wie kommunizieren Nutzer und Provider miteinander? Und das Command Design Pattern gibt eben eine gewisse Richtung vor, wie jetzt eben beispielsweise ein Nutzer ein Kommando auslösen kann. Und wenn wir jetzt zum Command selber kommen, ist ein Kommando also letztendlich nichts anderes als eine Funktion bzw. Aktion, aber eben dargestellt als Objekt. Und dieses Objekt kapselt eben alle Informationen, die zum Ausführen des Kommandos notwendig sind. Und der Nutzer braucht dann eigentlich bloß noch ganz einfach diese Funktion hier oben aufrufen. Und der Vorteil ist eben, dass dann der Client etwas auslösen kann, ohne dass er dazu eben bestimmte Dinge noch als Parameter beispielsweise angeben muss, von denen er selber eigentlich keine Ahnung hat. Und stattdessen kapselt eben das Command alle notwendigen Informationen, die zur Ausführung einer bestimmten Aktion notwendig sind. Und ich habe hier eben für ein konkretes Beispiel nochmal Übung 3 hergenommen. Hier sehen wir ja, dass ich damals schon einen Kommentar hinzugefügt habe, dass dieser Code hier zwar die Übung erfüllt, aber nicht wirklich objektorientiert ist. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich einfach anhand eines Refactorings dieses Abschnitts hier, diese großen Switch-Anweisung, dass ich hier eben das Command-Pattern einführe und zeige, wie es genutzt werden kann. Und das Erste, was wir hier eben machen, ist, dass wir hier ein neues Interface erstellen. Und das soll eben ein iCommand sein. So, das Wichtigste, was dieses Interface iCommand haben muss, ist, dass es eine Methode gibt, die execute heißt oder ausführen. Und im Idealfall hat eben diese Ausführen-Methode keine Parameter. Ich muss wirklich bloß als Nutzer ganz stupide hier einmal ausführen aufrufen und dann wird eben die entsprechende Funktionalität, die ein konkretes Objekt, das dieses Interface implementiert, eben dann ausführen kann. Ich als Nutzer muss eigentlich bloß noch das auf das entsprechende Kommando eben ausführen, aufrufen. So, und was wir hier eben jetzt sehen, ist, dass wir hier eben in dieser Switch-Case-Anweisung, je nachdem, was der Nutzer für eine Eingabe gemacht hat, was er mit unserer Konsolenkontaktverwaltung eigentlich machen möchte, geben wir hier eben oder nutzen wir unterschiedliche Funktionen, die eben hier static sind und letztendlich auch noch private. Also diese gehörten eigentlich eh nicht in die Programmklasse rein. Wir möchten jetzt das Ganze eben etwas objektorientierter machen, indem wir hier letztendlich eigentlich dieses Switch-Aufruf so ändern, dass wir eigentlich nur sagen, das Zielkommando ist eben von meinen Kommandos letztendlich bloß suche ich mir das raus, bei dem eben Kommando.Eingabe gleich diese Eingabe ist, die wir hier vom Nutzer bekommen haben. Das heißt, ich habe letztendlich eine Liste an Kommandos, die können wir uns ja schon mal hier oben erstellen. Und zu dieser Liste muss ich später eben noch Kommandos hinzufügen. Und
der wichtige Punkt hier ist eben, dass ich dann mir einfach eines dieser Kommandos hier raussuche. Und dann rufe ich einfach bloß noch Zielkommando.ausführen auf. Und was das ersetzen soll, ist letztendlich, dass dieser komplette Codeblock hier wegfällt. Also man kann sich sozusagen vorstellen, ich gebe dem Nutzer sozusagen das Hauptmenü unserer Kontaktverwaltung aus und lese dann eben ein, was gemacht werden soll. Suche mir dann ein Kommando zu einem dieser Menüpunkte und rufe dann einfach auf diesem Zielkommando ausführen auf. Und dadurch fällt dieser komplette Block hier weg und das jeweilige Kommando, was wir dann haben, sorgt sozusagen dafür, dass wir eben alle Kontakte ausgeben, dass wir einen neuen Kontakt erstellen und so weiter. Ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier natürlich noch keine Eingabe. Also wir haben zwar gesehen, dass ein iCommand grundsätzlich hier eine Ausführen-Funktion haben sollte, aber wir können dann auch weitere Eigenschaften oder weitere Methoden, die eben das Kommando mit unterstützen sollen, durchaus hier hinzufügen. Das Design-Pattern gibt es quasi vor, dass ein iCommand hier letztendlich eine Ausführen-Methode haben muss. Wir können aber dann für unseren speziellen Fall die Dinge hinzufügen, die wir eben hier anpassen wollen. Und ich sage eben, dass ich hier noch eine Eigenschaft mit Eingabe mache, die ein Getter haben muss, damit ich jetzt hier eben sozusagen abfragen kann, zu welcher Eingabe, die der Nutzer gemacht hat, passt denn jetzt hier, hier habe ich mich verschrieben, natürlich so machen. Zu welcher Eingabe, die der Nutzer gemacht hat, passt denn jetzt eigentlich das entsprechende Kommando, damit ich mir das dann eben raussuchen kann. Ja, und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier jetzt verschiedene Subklassen von diesem iCommand mache. Also ich zeige alle Kontakte Command, wäre eben eine Möglichkeit, wie man das implementiert. Und ich muss hier natürlich diese Members implementieren und ich brauche hier auch gar kein Feld für die Eingabe. Ich kann hier eben einfach sagen, in diesem Fall muss die Eingabe eben der 1 entsprechen. Das heißt, ich kann das hier direkt angeben. Ist jetzt noch nicht der optimale Weg, dass ich hier das wirklich hart kodiere, aber für unser einfaches Beispiel reicht das. Im echten Leben würde ich mir die Eingabe, die dieses Kommando eben anzeigen soll, über Konstruktor übergeben lassen, über die Dependency Injection letztendlich. Genau, und wir haben hier jetzt eben die Ausführen-Methode. Was wir hier jetzt machen können, ist, dass wir einfach alle Kontakte ausgeben, alles, was letztendlich hier drin steht, das kopiere ich mir und setze es hier rein. Und wir sehen jetzt hier eben schon, es ist einiges rot, was wir hier sehen. Das heißt, ich muss jetzt eben dafür sorgen, dass ich diese Objekte, die ich hier in diesem Code brauche, dass ich die mir eben vorher übergeben lasse. Also ich mache mir eben einen Konstruktor und hier lasse ich mir eben eine iList of Contact übergeben. Kontakte. Und dann erstelle ich mir ein Feld, in dem ich mir eben diese Liste speichere. Und vorher mache ich noch einen Guard Clause, damit mir hier nicht null übergeben wird. Das ist eigentlich, was wir eben schon kennen. So. Ja, und dann kann ich hier eben auf Kontakte zugreifen. Und sehe dann schon, ich brauche eigentlich bloß noch diese Hilfsmethode hier. Die kann ich mir jetzt, also die werde ich jetzt in diesem einfachen Fall mir einfach mal kopieren. So. Und füge die tatsächlich hier mal zu meinem iCommand direkt dazu. Auch das ist noch nicht das Optimale, was man unter Objektorientierung versteht. Aber im Prinzip ist das jetzt eben mehr oder weniger so ein
eine Hilfsmethode innerhalb dieser Klasse, damit man eben die Sachen hier anzeigen kann. Ja, und dann schiebe ich dieses Kommando gleich mal in seine eigene Datei und dann sehen wir hier eben, dieses Kommando ist jetzt eben tatsächlich dafür zuständig, dass hier die entsprechenden Kontakte eben ausgegeben werden. So, damit ich dieses Kommando natürlich einsetzen kann, muss ich das hier oben in meiner Liste initialisieren. Das heißt, ich mache hier ein neues Zeige-Kontakte-Kommando und wir sehen hier eben, ich muss in den Konstruktor die Kontakte übergeben. Das heißt, ich muss diese Initialisierung, also wir kommen jetzt langsam hin zum Composition Root, wie man sieht, eben hier unten machen, damit ich hier die Kontakte mit übergeben kann. Gut. Ja, und dann können wir eben letztendlich all diese Kommandos, die jetzt hier in dieser Switch-Abfrage letztendlich drinstecken, tatsächlich in eigene Klassen gießen. Das heißt, auch hier schreibe ich mir jetzt wieder eine Ableitung von, eben, das wäre wahrscheinlich ein Lösche-Kontaktkommando oder erstelle neuen Kontaktkommando. Machen wir jetzt mal das. Und auch hier mache ich letztendlich nichts anderes, als dass ich mir erstelle neuen Kontakt. Hier jetzt mal diese komplette Logik tatsächlich greife und die hier mit einfüge. Und wir sehen hier eben, dass ich hier einige Hilfsmethoden brauche. Wahrscheinlich diese beiden hier, so wie das aussieht. Und wir brauchen hier natürlich ein Using System. So. Und auch hier sehen wir eben wieder Geburtsdatum einlesen, müssen wir noch können. Und auch hier sehen wir eben, wir brauchen letztendlich wieder die Kontakte. Das heißt, ich mache mir hier wieder einen Konstruktor und lass mir hier eine Liste von Kontakten übergeben. Und auch hier erstelle ich mir dann eben wiederum ein Feld dazu. Und wir sprechen hier unten in dieser Methode eben die Kontakte an und damit haben wir eben letztendlich hier die Punkte, die wir für den Kontakt brauchen. Gut, auch dieses Kommando können wir dann letztendlich in eine eigene Klasse stecken. Wie gesagt, das hier unten, dass wir hier statische Methoden haben, ist meines Erachtens noch nicht optimal. Die müsste man eigentlich noch von diesem Kommando weglagern. Und nichtsdestotrotz können wir jetzt aber mit dieser Struktur eben sagen, dass wir hier oben jetzt eben ein erstelle neuen Kontaktkommando haben und wo wir eben die Kontakte mit übergeben. Und dann kommen wir jetzt eben noch zu dem Punkt hin, dass wir hier noch einen Kontakt löschen müssen und das Programm beenden müssen. Also auch dafür können wir wieder eben Commands implementieren.
los, was ist das hier ist. Und wir sehen, auch hier brauchen wir wieder die Kontakte. Ich lasse mir das jetzt gleich mal hier automatisch erstellen. Und wir können dann hier eben gegen diese Kontakte tatsächlich programmieren. Und wir sehen jetzt aber auch, dass wir hier eben noch diese ListString-Ein-Methode brauchen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon Code-Duplizierung. Die hier oben brauchen wir. Das wäre dann eben noch eine Aufgabe, dass man diesen Code refactored, dass wir hier keine Code-Duplizierungen haben, so wie ich es jetzt gerade mache. In diesem Fall wäre die Eingabe aber tatsächlich 3. Und dafür haben wir jetzt eben auch ein Kommando. Und zu guter Letzt müssen wir eben den Programmstatus beenden. Schließe Programm-Command. Auch ein I-Command. Und das arbeitet eben mit der 4. So, und was ich hier mir jetzt eigentlich geben muss, ist, dass ich hier im Programm, ich nutze ja hier diese letztendlich While-Schleife, soll dieses Programm beendet werden. Und hier muss ich mir letztendlich irgendwie einen Programmstatus erstellen, mit dem ich eben diesen Boolean enthalten habe, den ich dann eben per Call-by-Reference an dieses Kommando, Schließe-Programm-Kommando hier eben weitergeben kann. Also im Prinzip brauche ich eben im Konstruktor einen Programmstatus. Dazu erstelle ich mir eben eine neue Klasse. Und das Wichtige ist eigentlich bloß, dass diese ein Public Boolean enthält. Soll Programm enden. Get set. Und dieser steht eben standardmäßig auf False. Und wir bekommen eben hier einen solchen Status rein, setzen den wieder auf ein Feld. Und was hier passiert, ist einfach bloß, dass wir Status auf soll Programm enden gleich true setzen, wenn dieses Programm hier ausgeführt wird. Dieses Kommando, Entschuldigung. Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch schon fast durch. Wir müssen hier jetzt noch einige Anpassungen machen, aber wir sehen hier langsam, wenn wir diese Objekte bauen und sozusagen das DIP befolgen, kriegen wir jetzt hier den Composition Root langsam. Wie wir hier sehen, wir haben hier eben ein neues Special Contact Command, wo wir eben auch die Kontakte übergeben müssen. Hier haben wir dann aber mal ein Schließprogramm Command, wo wir eben einen Programmstatus übergeben müssen. Das ist eben hier der Programmstatus. Und den übergeben wir hiermit. So, dann brauchen wir diese Zeile nicht mehr, denn das kapselt uns ja ein Programmstatusobjekt oben ab. Und wir überprüfen einfach, was noch soll das Programm enden. Wenn ja, dann passt es hier. Okay, das ist jetzt eben ein einfaches Beispiel, wie man das Command-Pattern jetzt mal anwenden kann. Also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ein I-Command diese Ausführen-Methode hat. Dann kann man noch zusätzliche Members hinzufügen, die eben für den entsprechenden Kontext wichtig sind. Für mich war das eben hier die Eingabe. Und ich habe dann von diesem Interface hier verschiedene andere Klassen abgeleitet.
oder andere Klassen gebildet, die dieses Interface implementieren, und die repräsentieren jetzt eben unterschiedliche Logik. Und wenn wir jetzt dieses Programm ausführen, dann können wir A erstmal das hier löschen. Und wir sehen dann hier auch, ich habe hier einige Methoden, die ich nicht mehr in der Programmklasse brauche. Ich brauche bloß noch diese ListStringEin-Methode, wie so aussieht. So, wir sehen jetzt, die Program-Klasse ist dadurch sehr, sehr geschrumpft. Wir haben die Logik direkt in diese Commands ausgelagert, und wenn ich jetzt diese Aufgabe tatsächlich hier mal ausführe, dann sehen wir hier in unserem Programm, ich kann weiterhin eben alle Kontakte anzeigen, ist kein Problem, ich kann einen neuen Kontakt erstellen. So. Und man sieht hier auch, ich kann das Programm wie vorher auch bedienen. Ich kann dann auch sagen, ich möchte jetzt bitte den Handyflug wieder löschen. Und dann bin ich eben hier beim Programm beenden. Wir sehen eben jetzt, dass wir hier durch die Einführung des Command Patterns, zumindest in diesem unteren Teil hier, das OCP befolgt haben. Das heißt, wir haben diese starre Switch-Struktur, die wir eigentlich nur erweitern oder ändern können, indem wir eben direkt diese Methode hier anfassen. Die Main-Methode, in der eben dieses Switch-Statement enthalten ist, haben wir jetzt aufgebrochen mit dem Command-Pattern und dadurch eben das Open-Close-Principle befolgt. Wir können eben jetzt von iCommand ableiten und jederzeit neue Commands hinzufügen, die dann eben beispielsweise andere Menüpunkte darstellen. Also auch das hier könnten wir letztendlich nach OCP und so weiter strukturieren, damit wir eben letztendlich ein Menü haben, das konfigurierbar ist von außen. Das werde ich in einem späteren Video noch zeigen, wenn wir die entsprechende Übung dazu uns anschauen. Aber das ist eben der Punkt für das Command Pattern, wie wir das einsetzen können, um dann eben für den Nutzer wirklich sehr einfach bestimmte Kommandos ausführen zu können. Also wir haben hier wirklich bloß, okay, ich suche mir mal das Kommando, das eben zu der Eingabe, die der Nutzer gemacht hat, passt, und versucht es dann auszuführen. Das Ganze ist hier jetzt natürlich noch nicht sicher, denn der Nutzer könnte eben irgendwas anderes eingeben, was hier nicht passt. Aber das wäre jetzt eben eine Aufgabe, die man noch zu dieser Übung hinzufügen könnte. Und genauso sollte man auch hier diese privaten statischen Methoden, die hiermit benutzt werden, in den einzelnen Kommandos auslagern. Und rein theoretisch, also oft ist es so, dass eben Commands nicht die tatsächliche Logik enthalten, die ausgeführt werden soll, sondern tatsächlich auch andere Klassen bloß aufrufen, um dann eben die entsprechende Funktionalität in einem anderen Layer beispielsweise aufzulösen. Ich habe hierzu auch nochmal ein Beispiel für 4 gewinnt. Wenn wir uns nämlich hier im User Interface Layer mal die Spielbrettansicht anschauen, Spielbrett View hier eben genannt, dann sehen wir hier unten eben eigentlich eine Listbox. Hier diese Listbox ist eben so umgestaltet, dass sie jetzt ein Grid intern verwendet und Spielsteine anzeigt, wie wir hier sehen. Und das hier unten in der unteren Reihe sind, ist wiederum eine Listbox, die so umgestaltet wurde, dass sie Buttons enthält. Und die Buttons in WPF können eben sozusagen, wie soll ich sagen, die können sich an das Command-Pattern binden. Es gibt ein iCommand-Interface in WPF, das können wir uns gleich mal anschauen. Das schaut so aus.
hier sehen wir eben wiederum die Ausführen-Methode oder Execute eben auf Englisch. Es ist ein bisschen unsauber meines Erachtens, dass man hier noch einen Parameter übergeben kann, irgendeinen, den sich dann bei der Ausführung eben gecastet werden kann zu dem, was man wahrscheinlich braucht. Ich würde das ehrlich gesagt eigentlich weglassen und stattdessen die entsprechenden Abhängigkeiten via Dependency Injection lösen. Aber nichtsdestotrotz, so sieht eben das iCommand Interface von WPF aus in diesem Namespace. Und was hier eben noch zusätzlich dazu kommt, ist eine CanExecute-Methode. Und diese sagt eben aus, ob dieses Kommando gerade ausgeführt werden kann in WPF oder nicht. Und dieser Event, der dazu passt, der sollte vom Kommando eben genau dann immer geworfen werden, wenn eben diese Methode sich ändern könnte. Also was passiert hier letztendlich? Wir haben hier eben in diesen Buttons, da können wir ja mal in diesen Style schauen. Genau. Hier sind wir jetzt dabei. Also jedes Item in dieser Listbox ist letztendlich bloß ein Button. Und ein Button hat eben eine Command-Eigenschaft, an die man sich letztendlich mit einem iCommand binden kann. Also das ist vom Typ iCommand, dem WPF iCommand. So, und ich kann hier dann eben sagen, dass dieser Button mit einem bestimmten Command verbunden ist, und mein Command, was ich habe, ist eben ein sogenanntes Spalte-Command. Das heißt, das wird sozusagen ausgeführt, wenn jemand auf einen Button klickt und damit eben einen Stein in eine Spalte setzen möchte. Wir sehen hier eben die Execute-Methode. Ich spiele hier eben einen Zug für die entsprechenden Spalte, die ich hier habe. Und wir haben hier eben, die Spalte ist voll. Und sagt dann eben onCanExecuteChanged. Was hat es mit diesem onCanExecuteChanged vor sich? Oder auf sich? Wenn ich jetzt eben merke, dass hier meine Spalte voll wird, dann deaktiviert sich der Button. Das sieht man hier unten. Und das wird eben über das Command gesteuert. Das sieht eben, wenn die Spalte voll ist, dass hier eben kein Stein mehr reingesetzt werden kann. Folglich wird dieser Button hier unten deaktiviert, sodass hier oben ins Spielfeld keine Steine mehr reinkommen. Und das ist eben jetzt nochmal ein anderes Beispiel für ein Command. Damit bin ich jetzt am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne an mich, beispielsweise per E-Mail. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!